Test, okay. Guten Morgen. For all the English people in the crowd, the next talk will be held in German and is about open source technology in developing countries. Wir sind ja alle gewöhnt, dass wir relativ guten Internetzugang haben. Selbst hier auf dem Kongress klappt es immer noch sehr gut. Verglichen mit der Situation in Afrika. Und unser nächster Sprecher wird einiges erzählen über ein Projekt in der Republik Malawi. Und ja, möchte ich dann auch gleich weiter übergeben an Alex Antena. Viel Spaß. Okay. Hallo, können mich alle hören? So, klingt so. Wir sind seit eineinhalb Wochen zurück in Europa und sind noch ein bisschen unter Kulturstress, Kulturschock und Temperaturschock. Ja, ich werde kurz resümieren, worum es gehen wird, die nächste halbe Stunde. Ich werde sprechen darüber, wer wir sind, über mich, über Nathalie, über das Informationstechnologiezentrum der HGKZ. Danach geht's spreche ich etwas über Malawi, über die größte Stadt von Malawi und die Universität, über mein Projekt 2004, Exterminate All the Broods. Dann spreche ich über einige neoimperialistische Aspekte, persönliche. Und dann geht es gleich weiter zu dem Projekt von diesem Jahr. Ich werde dann noch etwas erzählen über malawisches Case Modding und zum Schluss über das Fazit sprechen. Mein Name ist Alex Antener und ich arbeite seit 2 Jahren im Informationstechnologiezentrum der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich in der Schweiz. Das ITZ betreibt einen Studentenladen für Studierende und Dozierende. Der HGKZ betreibt das Netzwerk der Schule, die Supportdienste und die Server. Die Server für den Schulbereich, die sind Mail-Server, Mail-Relays, Firewall, Webserver etc. werden allesamt mit freier Software, hauptsächlich GNU Linux Debian, betrieben. Der Hauptgrund dafür sind nicht die Kosten, jedoch die Verantwortung und Kontrolle über die Dienste in eigener Sache zu haben. Darum stellt die Leitung des Informationstechnologiezentrums die Weiterbildung der GNU Linux Systemadministratoren sicher. Dies ist ein Grund, weshalb ich an den Chaos Communication Congress komme. Die Systemadministratoren wiederum legen Wert darauf, beim Einkauf von Hardware für die Schule Produkte einzukaufen, welche von den Herstellern mit offenen Treibern, frei zugänglicher Software und Dokumentation eingekauft werden. Wiederum werden bei der Konfiguration der Dienste und Einrichten der Applikationen die Änderungen, Tipps und Tricks auf dem lokalen Wiki dokumentiert. Weiterhin wird hierbei darauf geachtet, dass offene Standards benutzt werden. Im Jahre 2005 habe ich mein Studium im Studienbereich Neue Medien an der Kunsthochschule in Zürich abgeschlossen.
Der Studienbereich Neue Medien bietet eine 4-jährige Kunstausbildung, welche mit dem Diplom zum Medienkünstler und Medienautoren abgeschlossen wird. Während des Studiums werden die Hacker mit verschiedenen theoretischen und praktischen Themen aus Netzkultur, Softwarekunst und medialen Gestaltungstechniken konfrontiert. Dabei bieten sich während wie nach der Ausbildung diverse Gelegenheiten, das Erlernte an Ausstellungen wie Transmediale, die VIPA, die Ars Electronica und viele weitere zu praktizieren. Die zweite Person, die da in das Malawi-Projekt involviert ist, heißt Nathalie Bissig. Sie sitzt hier. Sie studierte Fotografie an der Kunsthochschule in Zürich und arbeitet als freie Fotografin und Künstlerin in der Schweiz und stellt ihre Werke unter der Creative Commons Lizenz zur Verfügung. Sämtliche ihrer Fotografien, welche in der Zeit in Malawi entstanden sind, sind unter der GNU Free Documentation License und der Creative Commons License verfügbar. Malawi ist eine kleine Republik, etwa zweimal so groß wie die Schweiz, befindet sich im östlichen Zentralafrika und grenzt an Sambia, Tansania und Mosambik. Wir sehen das dort an dem roten kleinen Fleck. Die Grenze zu Tansania und Mosambik bildet einer der größten Seen Zentralafrikas, der Lake Malawi. Dieses Bild ist in Zenga Bay entstanden. Wir sehen hier die Leute von Zenga Bay, wie sie im See baden. Das Land war ein britischer Kolonialstaat und ist erst seit 52 Jahren unabhängig. Die britischen Kolonialherren haben den Anbau von Tee, wie man hier sieht, im Süden Malawis und Tabak in den trockeneren Zonen im Norden eingeführt. Obwohl das Land wegen des sehr fischreichen Sees und weiteren Agrarflächen viele Nahrungsmittelressourcen zu bieten hat, ist laut United Nations Development Program Armutsstatistik Malawi auf dem 16. Rang mit einem Anteil von 41,7% Menschen mit einem Einkommen unter einem US-Dollar pro Tag. Hier sehen wir den Anbau von Mais und ein malawisches Haus, so wie eine Familie lebt. Dies ist ein Foto, das in Somba entstanden ist. Dies ist die Stadt Somba im Süden Malawis, nahe von Blantyre. Die University of Malawi betreibt 5 Colleges im Land. Eines davon ist die Polytechnik und liegt in der größten Stadt Malawis in Blantyre. Hier sehen wir einige Fotos aus Blantyre, so Straßenszenen. Leute, die mit Fahrrädern Kohle transportieren. Wir sehen das Bauen von Brickstones, von Ziegeln. Kleine malawische Hütten, jetzt in den Städten werden die vor allem aus diesen Ziegeln hergestellt und mit Blech, und außerhalb sind die dann aus Erde gebaut. Man sieht, wie in den Straßen Mais verkauft wird. Man sieht so die kleinen Stände oben rechts, wo Bananen verkauft werden. Nur so, um einen kleinen Eindruck zu geben. Dies ist Blantyre, die größte Stadt Malawis. So. Die Polytechnik, wie wir hier sehen, das ist das Hauptgebäude der Polytechnik. Unten haben wir die Administration, oben links sind das Lecture Theater auf der linken Seite und dann das IT-Department. Die Satellitenschüssel, die wir da sehen, darüber werde ich euch gleich berichten, ist von SDNP. Im Rahmen meines Studiums am Studienbereich Neue Medien bin ich 2004 nach Malawi gereist und plante, ein 3-monatiges Semesterprojekt an der Polytechnik durchzuführen. Aus den 3 Monaten wurden 7 und ich arbeitete zusammen mit dem Systemadministrator an der Polytechnik an der Verbesserung des Netzwerkes und dem Konfigurieren verschiedener Dienste auf dem GNU-Linux-Betriebssystem. Der Grund, weshalb GNU-Linux auf den Servern in Betrieb ist, war, dass ein uns sehr bekannter Software-Monopolist der Universität 2002 Computer mit einem Software-Bundle spendete, von welchem die Monopolfirma nach 2 Jahren verlangte, dieses kostenpflichtig zu upgraden.
Auch das Projekt Schoolnet Malawi, ein Ableger des bekannten Projektes Schoolnet Africa, hatte Bekanntschaft solcher neoimperialen Strategien gemacht und ist deshalb um 2004 auf freie Software umgestiegen. Damals Downstream und 128 Kilobit Upstream-Verbindung. Diese beiden Beispiele zeigen, wie gerade afrikanische Schulen von westlichen Firmen und Entwicklungshilfeorganisationen zuerst geködert und dann ausgenutzt werden. Vergleichbar zu den europäischen Mobiltelefonbetreibern, welche den Kunden ein Handy schenken, um sie dann über viele Monate vertraglich zu verpflichten. Gleichzeitig suggerieren uns diese Unternehmen Freiheiten und die Möglichkeiten zu globalem Datenaustausch. De facto aber generieren sie Monopol und Kontrolle. Manchen von euch mag in Erinnerung sein, dass im September dieses Jahres Intelsat den Internet Gateway Tel 1 in Simbabwe vom Internet getrennt hatte. Diese schmale Bandbreite, welche die Polytechnik nutzt, wird in gleicher Weise, wie wir es in westlichen Ländern kennen, von Viren und Spam befallen und blockiert. So leiden afrikanische Netzwerke wegen diesen niedrigen Internetverbindungen und wegen des Wissensrückstands noch viel mehr darunter. Dies war ein Grund, die Gateways, Mail- und Webserver auf freie Software umzustellen. Für die Studierenden und Dozierenden wurde ein Software-Mirror erstellt, welcher sich über Nacht aktualisierte und so das Nadelöhr überbrückte. Die Clientrechner wurden dann über den lokalen Server aktualisiert. Mitte 2004 fand in Blantyre die ICT Trade Fair statt. Dies ist eine kleine IT-Messe, wo lokale Firmen ihre IT-Produkte anbieten und sich über die Chancen und Nutzungen von Informationstechnologie in Malawi austauschen. Zusammen mit dem Systemadministrator der Polytechnik und einigen IT-Studierenden hielten wir eine Einführung über die Möglichkeiten von freier Software im Bildungsbereich. So verteilten wir an der Messe GNU Linux Live-CDs. Wir sehen da oben die Konferenz der Messe, das Gebäude. Rechts unten die Studierenden mit den Schoolnet Malawi T-Shirts beim Verteilen von GNU Linux Live CDs. Ich persönlich wurde dabei von einem Herrn angesprochen, der mich fragte, was wir denn hier für CDs verteilen? Worauf ich antwortete, dies ist ein freies Betriebssystem. Nehmen Sie sich eine CD und versuchen Sie es selbst. Worauf dieser erwiderte, I don't like Linux, I like Windows, because it's sexier, I like sex. Nach dieser Äußerung erkundigte ich mich nach den Studenten,